Hallo meine Freunde, heute zeige ich euch den COD Black Ops Multiplayer. Zuerst fange ich mal an mit meiner Ausstattung. Als primäre Waffe benutze ich die Galli. Dabei benutze ich als Zubehör das Dual Mag, also das Zweifachmagazin. Jo. Als Camouflage, was man erst ab einem bestimmten Level freischaltet, weiß ich gar nicht, benutze ich Sieg Barrier. Das gefällt mir eigentlich am besten und ja. Als Sekundärwaffe benutze ich eine Pistole, die heißt CZ75. Oh Gott, voll verwirrend. Und ja, da benutze ich keine besonderen Zubehör. So. Hier habe ich mir nichts gekauft, weil ich noch nicht das benötigte Geld hatte und ja. So benutze ich Flash Jacket, was mir weniger Schaden bei Explosionen bereitet. Ja. Hier sieht man kurz mal einen Teil von Free for All, weil ich es ja eigentlich überhaupt nicht vorhatte, dieses zu hochzuladen, aber naja. Hauptsächlich werde ich eigentlich hier ein Gun Game zeigen. Und ja, jetzt stirb ich auch schon. Und so ging das die ganze Zeit weiter, weil es einfach nur verdammt viele Camper waren. Jo, dann würde ich mal sagen, geht's direkt zum Gun Game. Man sieht sich dann gleich. Hallo, hier bin ich nochmal. Also besser gesagt schon wieder. Und das Spiel halt, Gun Game in der Map Area. Und jo. Gun Game, wer das nicht kennt, ihr werdet es kennen, ist ein Spiel, du hast am Anfang eine Pistole. Und dann steigt man je nach Kill immer ein Level hoch. So wie es aussieht, hat man hier erstmal einen Revolver. Und ja. Für mich verlief das Spiel eigentlich relativ gut. Aber im späteren Spielverlauf fand ich wirklich, ich fand keinen Gegner mehr. Und daher kam es bei mir, wie soll ich sagen, ich bin nicht mehr Erster gewesen. Ich war dann Letzter. Ja. Ist aber nicht schlimm. Hier bin ich kurz Zweiter. Ich war Dritter. Aber ich glaube, das ändert sich noch. Der wird tot. Kriege ich die nächste Waffe, wird abgeknallt. Super. So, die Spaß ist bei Black Ops, muss ich wirklich sagen, schlecht. Bei Modern Warfare war sie richtig gut, aber ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Da waren die Waffen, glaube ich, allgemein ein bisschen übertrieben. Aber sei es dem Programmierer überlassen, wie stark er sie reinstellt. So. Dann habe ich schon die nächste Pumpgun. Bin wieder Platz 2. Platz 2 immer noch. Und boah, ich hasse. Diese Waffe hasse ich ohne Witz. Da hatte ich noch Glück. Im letzten Schuss habe ich ihn noch gekillt. So, boah, das geht ziemlich schneller rein. Im Moment. Und hier fängt schon an. Ich finde keinen Gegner mehr. Hier wird einer abgelegt. Und den finde ich noch. So, nächste Waffe. Und schon wieder. Immer bei dem scheiß Vorladen. Werde ich abgeknallt. Na gut. Was will man großartiger erwarten? Ist halt so. Geht nicht anders. Und schon wieder. Von hinten. Immer kommen sie von hinten. Wie ihr aber seht, ich bin Platz 1. So. Nun gehe ich meinen allgemeinen Weg und werde von hinten gemessert. Wurde ich gemessert? Ja, ich glaube schon. Sehr egal. Nein, ich wurde nicht gemessert. Und schon fängt es an. Ich habe keinen Überblick mehr. Bin total gestresst, weil die Waffe scheiße ist. Aber naja, okay. Jetzt habe ich sie endlich losgeworden und bekomme diese hier. Ich versuche einen abzuknallen. Doch, es gelingt mir nicht. Ein anderer war vor mir dran. Jetzt bin ich schon Level 2. Platz 2. Entschuldigung. Nun gehe ich meinen gewohnten Weg. Finde niemanden auf. Und werde abgeknallt. Super. Ich habe schon gedacht, die Waffe wäre verflucht. Aber nein, das war sie eigentlich ja nicht. Soll ich jemand abknallen? Hab nicht gesehen, dass links auch einer war.
auch zurück. Finde niemanden auf. Und bin schon Platz 3. Und endlich. Nach einem weiteren Versuch, Platz 4. Ich werde die Waffe einfach nicht los. Na gut, hier oben ist einer, da unten scheint keiner mehr zu sein. Ich versuche ihn abzuknallen. Gelingt es mir? Wieder nicht. Ich werde anders wie abgeknallt. Super. Immer noch Platz 4. Die Waffe ist sowas für ein Arsch. Aber ja, was will man machen? So, nun endlich habe ich einen gekillt. Bin nun Level 11. Und einer hat einen Raketenwerfer. Super. Na gut. Das Spiel nimmt dann seinen Lauf. Es ging weiter und weiter. Und ich war schon auf Platz 5. Und das seht ihr mal. So schnell kann das passieren, wenn man nur die falsche Waffe hat. Diese Person hier, dieser Spieler, hat sich gedockt, hat somit sich einen Vorteil verschaffen, weil ich Dauerfeuer auf ihn gerichtet hatte und hat somit weiterhin überlebt. Ich musste nachladen, dachte mir, links kommt er nicht, weil ich ihn ab. Doch kam er links und hab es doch geschafft. Hier, der ist abgehauen, ich will ihn abknallen und ich finde ihn nicht. Nun habe ich sogar einen gemessert. Was bei dem Gun Game dazu führt, dass er ein Level runtergestuft wird. Das passiert mir auch gleich, was ihr noch sehen werdet. Und das sollte man nicht versuchen, wenn einer so eine Waffe hat. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt. Die hatte ich glaube ich noch nie. Sollte man nicht hinter ihm gehen, weil das manchmal wirklich schlecht sein kann. So. Das war ein geiler Longshot. Und diese Waffe hasse ich eigentlich, weil ich sie wirklich niemals wegbekomme. Und dabei gerade im Moment, wo ich gemessert, als ich geredet habe. Was mir wieder meine alte Waffe beschaffen hat. Den hier und ich schon gekillt. Und hier der bin ich mit der schlechtesten Waffe, die es überhaupt gibt. So, jetzt fangt es mit den Snipern an. Snipern. Stimmt. So, den hier treffe ich direkt und werde gekillt. War mir aber weiterhin egal, weil ich ja meine neue Waffe habe. So. Hier dann ganz doof. Er versucht mich abzuknallen, ich versuche ihn abzuknallen und ich gewinne. So. Jetzt haben wir natürlich unsere beste Waffe im Nahkampf. Irgend so ein Raketenwerfer, der hat mich gesnipert. Und wir haben weiterhin dieses moderne Gefährt. So, da hinten läuft einer. Ich baller mal hin. Und bringt nichts. Gehen wir mal unseren alten Weg. Hier, vielen Dank. Habe ich einen gesehen, also baller ich nochmal rein. Und er ist tot. Bekomme ich die nächste. Mittlerweile bin ich in Level 17. Aber ich bin immer noch auf Platz 5. Der Part endet hier auch gleich schon, weil ich jetzt von hinten mit dem Ballistic Knife, der erste war, sozusagen gemessert wurde. Ja. Leider endete hier das Spiel für mich nicht so berauschend, obwohl es am Anfang eigentlich ganz gut für mich aussah. Jo. Da möchte ich mich noch damit ganz herzlich bedanken. Jetzt folgen noch ein paar Kills. Okay, man sieht sich. Ciao.